Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute SHOT Show 23 am Stand von Psyonix. Wir sind am Stand von Psyonix, hier mit ihrem neuen Produkt, dem Opsin DNVM Digital Night Vision Mount 1, bestehend aus Batteriepack und Einheit. Die Einheit hat keine interne Batterie und läuft immer über das Batteriepack. Das Batteriepack liefert bei voller Feature-Nutzung 8 bis 10 Stunden Laufzeit. Wenn man das im Low-Power-Mode abgespeckt laufen lässt, bekommt ihr sogar 15 bis 16 Stunden Laufzeit heraus. Die Kameratechnologie ist sehr beeindruckend. Wir durften sie uns im Darkroom, den sie dabei haben, einschauen unter unterschiedlichen Lichtbedingungen. Wir werden euch die Sachen einblenden. Also da ist alles von Mondlicht, von nur Sternenlicht bis absoluter Dunkelheit dabei. Sagen wir es mal so, das Augenlicht sieht bei keinem dieser Zustände überhaupt noch irgendwas. Und was das Nachtsichtgerät hier abliefert, ist wirklich beeindruckend. Das DNVM 1 hat eine Kamera mit 1280 auf 1024 Pixeln Auflösung. Man kann sie betreiben mit 30, 60 und 90 Hertz. 90 Hertz ist sehr gut in der Bewegung mit Aktualisierung. Dadurch, dass Psyonix nur 10 bis 15 Zeilen gleichzeitig refresht, haben sie eine Latenz von gerade mal einem FPS, also ein Frame pro Sekunde Versatz, was sehr beeindruckend ist. Das ist in Bewegungssituationen sehr gut. Wenn man jetzt bessere Bildqualität haben möchte, ohne künstliche Beleuchtung, also ohne IR-Beleuchtung, dann kann man auf 30 Frames runtergehen, insbesondere wenn man auf Beobachtungsposition ist. Dann bekommt man ein deutlich klareres Bild und sieht sehr viel mehr. Ja, das Nachtsichtgerät arbeitet im Bereich von 400 bis 1200 Nanometern. Damit sieht man auch die Laser, die über dem Bereich von 980 Nanometern unterwegs sind, was einen deutlichen Vorteil bieten kann. Das Display ist im Gegensatz zu den klassischen Tube-Nachtsichtgeräten viereckig ausgelegt und bietet 45 Grad Sicht in alle Richtungen. Das ermöglicht einem ein deutlich besseres Sichtfenster und man sieht auch die Nebenschauplätze links unten und rechts unten, die bei einer runden Form normalerweise nicht sichtbar wären. Es hat ein eingebautes GPS und einen eingebauten Kompass, sodass man sein Ziel wie in einem Head-Up-Display sehen kann, wo man hin muss, in welche Richtung man sich bewegt. Man hat so eine Kompassnadel, die einem zeigt, wohin man sich bewegt. Insbesondere in der Nacht, wenn man keine optischen Orientierungsmerkmale hat, ist das sehr hilfreich. Das Gerät verarbeitet bis zu 256 GB Speicherkarten. Dabei nutzt es ebenfalls ein eingebautes Mikrofon. So hat man Bild und Ton und kann dann auch Einzelbilder schießen, wenn man zum Beispiel auf Intel stößt. Natürlich ist das System für Outdoor-Use gebaut, das heißt, das Gerät ist IP67 zertifiziert, ist somit komplett untertauchbar. Es ist stoßfest und fallsicher bis 2 Meter, hat eine Betriebstemperatur von minus 20 bis plus 55 Grad. Ja, alles in sich ein beeindruckendes Gerät. Schaut es euch mal an. Schaut in den Blog, da haben wir euch noch einzelne Screenshots aufbereitet und mehr Informationen zu Psyonix. Besucht auch die Seite Psyonix im Web. Wir blenden euch die Firma unten ein. Liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind unterwegs zum nächsten Stand. Macht's gut und bis später.